Ich freue mich, Sie hier zu unserem ersten Online-Pop-up am Molkenmarkt begrüßen zu können. Mein Name ist Manfred Kühne. Ich leite die Abteilung Städtebau und Projekte, die für die Entwicklung dieses Standorts in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zuständig ist. Sie kennen vielleicht die Stadtwerkstatt. Normalerweise bieten wir Bürgerbeteiligungsveranstaltungen und Workshops in der Kalibnitzstraße an. Wir gehen im Sommer aber auch gerne vor Ort, um mit Expertinnen und Experten Informationen anzubieten und vor allem mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, was sich entwickeln soll. Sie sehen es, Sie kennen den Molkenmarkt als eine sehr breite Schneise von Straßen mit Asphalt und Beton auf allen Seiten, wo man eigentlich nur durchfährt. Und wir werden versuchen, hieraus wieder ein dicht bebautes und attraktives Stadtviertel zu machen. Über die Entwicklung des Quartiers am Molkenmarkt ist sehr lange und intensiv diskutiert und gestritten worden. Einig sind sich alle, dass an diesem Ort etwas ganz Besonderes entwickelt werden muss. Wir Stadtplaner haben mit einem Bebauungsplan den Rahmen dafür gesetzt. Also die Frage geklärt, wo Gebäude entstehen können und wo es auch in Zukunft Straßen und Plätze gibt. Aber die Frage, wie die Gebäude konkret genutzt werden sollen und wie sie aussehen sollen und welchen Standards sie entsprechen sollen, die sind noch zu klären, auch in der intensiven Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern. Den ersten Schritt dazu liefern im Moment die Archäologen. Sie legen frei, was sich hier erhalten hat, und wir werden dann diskutieren, was man erhalten und zeigen kann und welche Anregungen für die Quartiersentwicklung wir bekommen. Wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern natürlich auch intensiv diskutieren, welche heutigen und zukünftigen Aspekte hier realisiert werden sollen. Soll es und kann es ein Null-Energie-Quartier werden? Gibt es hier besondere Standards für den Verkehr? Und vor allem auch, können nachhaltige Baustoffe eingesetzt werden, zum Beispiel Holz, wie es hier ja über Jahrhunderte selbstverständlich war. Dieses weitere Pop-up zum Molkenmarkt ist für uns ein wichtiger Schritt hin zu einem städtebaulichen Qualifizierungsverfahren. Wir wollen vorbereitend sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Quartier und seine Entwicklung zusammentragen. Wir werden Expertinnen und Experten beteiligen, aber vor allem auch Bürgerinnen und Bürger. Wir würden uns aber auch freuen, wenn viele Berlinerinnen und Berliner, die sich bisher nicht mit dem Molkenmarkt auseinandergesetzt haben, Interesse finden würden und auch Anregungen für die weitere Planung geben. Ich möchte Ihnen deswegen an dieser Stelle schon für Ihr Interesse danken. Wir hoffen, dass wir Rückmeldungen von Ihnen bekommen. Und wir würden uns auch freuen, wenn Sie zum Abschlussevent am 24. Juni vielleicht dann auch sich beteiligen würden.